Hallo und herzlich willkommen im Arbeitszimmer. Mal ein Thema, was mich immer mal wieder einholt, wenn ich mir Kommentare zu alten Videos angucke, wo es um Forsttechnik geht, nämlich Pferderücken. Heißt Holztransport zu Pferd. Also per Pferd genau genommen. Auf dem Pferd sitzt nämlich nicht noch irgendjemand drauf. Das hat dann schon genug zu tun und wird entsprechend angeleitet vom Pferdeführer. Mehr oder weniger angeleitet, ein gutes Rückgefährt ist wohl auch in der Lage, im Detail seinen Weg besser selber zu finden. Dass wenn die Erfahrung haben, wie sie am besten sich im Wald fortbewegen, dann lässt man sie am besten auch selber so zum Teil ihre Route ein bisschen selber wählen. Man arbeitet auch gar nicht mit Scheuklappen bei den Pferden, wenn sie in der Waldarbeit tätig sind, eben damit sie die vielfältigen möglichen Gefahren, mögliche Äste, die ihnen ins Gesicht schlagen können oder so weiter und so fort, das ist für die ja auch nicht unbedingt angenehm, besser erkennen können. Und ja, das nur mal am Rande angemerkt. Weiterhin am Rande angemerkt, von was für Pferden reden wir? Das sind grundsätzlich Kaltblüter, die als Rückgefährt eingesetzt werden, also die richtig großen, super starken, wandelnden Muskel sozusagen. Wahnsinnig beeindruckend. Dazu gibt es jede Menge Bildmaterial. Wer mal Pferderücken auf Google, auf YouTube eingeben möchte, findet viele kurze Videos, meistens so eine Minute lang oder sonst wie, wo man schönen Pferderücken beobachten kann. Manchmal sind es auch 4 Minuten, teilweise auch mit einem Doppelspänner, also sprich mit 2 Pferden nebeneinander. Und ja, also das sind reine Muskel- und Kraftpakete, diese Kaltblüter, diese Rückgepferde. Und ist toll anzusehen. Ich habe auch den Eindruck, wenn es gut gemacht ist, haben die Pferde da auch Spaß dran. Und dementsprechend, einfach weil es auch so was Urtümliches hat, ist das super beliebt. Ja? Bei der Bevölkerung. Und wird auch zunehmend beliebter, muss man sagen, beim einen oder anderen Förster, der die Option hat, das hin und wieder mal machen zu lassen. Denn Rückgepferde sind selten. Pferderückunternehmen, also Leute, die eben mit Pferden Holz aus dem Wald holen, sind ebenfalls selten. Und deswegen muss man gucken, hat man jemanden in der Region, der das machen kann? Wenn ja, dann kann man das in Anspruch nehmen. Hat man keinen, dann kann man es nicht in Anspruch nehmen. Weil die Pferderücker sind meistens ausgelastet genug. Die haben es also nicht nötig, ihre Pferde in einen sehr schweren Anhänger zu packen und hunderte Kilometer weit eher über die Autobahn zu tuckern, um dann irgendwo in irgendeinem anderen Wald dann eben mit ihren Pferden tätig zu sein. Das findet selten statt und deswegen ist das immer noch so eine relativ regionale Angelegenheit im Umkreis dieses Pferderückers. So ein Pferd hat auch nicht unbegrenzt Kapazitäten, das schafft im Jahr nicht viele Zehntausende von Festmetern, sondern halt erheblich weniger und will auch nicht jeden Tag schuften, sondern braucht auch mal einen Tag Pause. Und da ist es natürlich eine Maschine, wo man jeden Tag einen anderen Fahrer draufsetzen kann. Die Maschine selber braucht keine Pause. In der Hinsicht wahnsinnig unterlegen. Auch natürlich Stückmasseleistung von einem Pferd steht in keinem Verhältnis zu einem Vollernt, einem Harvester. Was der Leistung bringen kann, ist selbstverständlich nochmal ganz was anderes. Das eine Ding hat auch 20.000 PS oder keine Ahnung wie viel und ein Pferd hat 4. So ein super Kaltblüter mag vielleicht 5 haben, ja? Oder vielleicht auch 6. Aber trotzdem sind das durchaus Unterschiede, die eine Rolle spielen. Da muss man noch dazu sagen, ganz wichtig, ein Pferd kann ziehen. Was ein Pferd nicht kann, ist stapeln, ist die greifen, Dinge aufeinander stapeln. Das wird sehr schwierig. Das geht zum Teil für so eine sehr primitive Form von Polter. Man würde es dann eher als Holzhaufen bezeichnen. Das kriegt man hin, wenn man weiß wie, wenn man dann gute Leute zusammen hat, aber einen richtig großen Polter, der muss halt so klein sein, dass das Pferd noch drüber steigen kann zur Not. Und wenn das Pferd drüber steigen soll, dann ist das gefährlich fürs Pferd, weil es hat halt nun mal nur Pferdehufe, mit gutem Hufeisen meinetwegen, aber auf den Baumstämmen, die gegebenenfalls noch ein bisschen rutschig sind und matschig, jetzt wo es also durch den Wald gezogen hat, rumzusteigen, ist für einen Menschen schon immer ein gewisses Risiko. Sollte man aus Gründen der Unfallvermeidung auch als Forstwirt, wenn man es vermeiden kann, sein lassen und damit das Pferd drüber stapfen zu lassen. Da gibt es auch Bilder, die man auf YouTube finden kann, wenn man danach sucht. Halte ich für ein arbeitssicherheitstechnisch schon vorhandenes Risiko. Ja? Und ganz wichtig ist, glaube ich, wenn man Pferderücken schon betreibt, dann sollte man das auf jeden Fall auf einem Niveau tun,
dass das Pferd dabei nichts passiert und dass das Pferd dabei nicht frühzeitig in den Ruhestand geschickt werden muss, weil es K.O. ist, weil es fertig ist, weil es Bandscheibenprobleme hat und sonstige kaputte Gelenke wegen der vielen schweren Arbeit. Das heißt, es sollte schon pferdeschonend ablaufen. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Pferderücken bei Ausbeutung des Pferdes macht auch einfach überhaupt keinen Sinn beim Grundgedanken des Pferderückens, weil dann könnte man auch genauso gut eine Maschine nehmen. Ja? So, also das zu den Grundgedanken. Derzeit gibt es technisch gesehen für jeden Stamm, der im Wald so anfällt, eine Möglichkeit, theoretisch, ganz, ganz theoretisch, diesen Stamm mittels Pferden aus dem Wald rauszubefördern. Hat man früher ja auch irgendwie gekonnt. Früher muss es ja auch möglich gewesen sein, große Stämme irgendwie aus dem Wald rauszukriegen. Damit das aber früher, wie heute, in einer wirtschaftlichen Art und Weise und mit vernünftigen Stückzahlen passieren konnte, hat man damals wie heute auf andere Möglichkeiten als einen Pferdewagen zurückgegriffen. Zum Beispiel, deswegen war Holzernte im Gebirge relativ beliebt, man hat einen Riesen gebaut oder Risse. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie man das ausspricht, auch wenn ich es schon ein paar Mal gehört habe, aber man hört auch beide Varianten. Riesen jedenfalls geschrieben. Und das ist im Prinzip eine Rutsche mit einzelnen Stämmen, auf die man andere Stämme oben drauf schmeißt und dann poltern die mit Karacho über diese Holzrutschbahn den Berg runter. Saugefährlich für alle, die da in irgendeiner Form dran beteiligt sind. Nicht unbedingt pfleglich fürs Material, aber man kriegt das Holz relativ einfach runter ins Tal. Und was ist unten ist im Tal? Ein Bach. So, jetzt hat man den Bach gestaut, dann gibt es eine Flutwelle und auf der Flutwelle kannst du dann das Holz entweder per Trift, also die Stämme einfach lose mitschwemmen lassen oder tatsächlich per Floß, dass man sogar das Ganze zu einem richtigen Floß zusammentollt und ein paar sehr starke Männer draufstellt, die das Ganze dann handhaben und mit riesigen Ruder und riesigen Stangen steuern. Gibt es auch sehr imposante Bildmaterialien zu im Internet, um es dann zu transportieren. Ja? Hätte man damals auch einen Pferdekarren nehmen können? Ja, hat man das gemacht, nur im geringen Umfang. Einfach weil auch damals schon Pferde, die das ziehen können, waren teuer, damals wie heute, und war eine Belastung fürs Pferd und man hat auf keinen Fall große Mengen Stämme mit den vorhandenen Pferden auf diesem Wege transportieren können. Das ist heute immer noch so. Aber technisch gesehen, die technischen Grenzen des Pferderückens, die sind fast nicht existent. Will man einen richtig, richtig fetten Stamm für einen richtig fetten Mast, einen Brückenpfeiler, einen zentralen, riesigen Pfeiler in irgendeinem neuen Opernhaus oder was auch immer mit Pferden aus dem Wald holen, dann geht das schon. Das geht folgendermaßen. Man bockt den Stamm mindestens auf einer Seite auf ein kleines Wägelchen, also mit einem massiven ein paar Räder, sehr massive Räder, aber dieses Wägelchen mit einer fetten Hydraulik, gegebenenfalls mit einem 5 Meter langen Stiel, mit dem man diesen hier machen kann. Ja, je länger der Hebel, irgendwann kriegt man auch einen tonnenschweren Baum hochgehebelt, auch mit Menschenkraft, solange dieser Hebel nur wirklich 4,50 Meter lang ist oder wie lang auch immer, ja, solange wie es halt braucht, kannst du dann irgendwann das auf dieses Wägelchen raufhebeln. So, dann machst du das an dem Wägelchen entsprechend schön fest und vor dieses Wägelchen spannst du jetzt 4, 6, 8, 10 Pferde und irgendwann hast du genug Pferde, dass du jeden beliebigen Stamm aus dem Wald rausholen kannst. Aber Leute, macht das Sinn? Nein! Schon gar nicht in der heutigen Zeit. Ja? Das wäre mal als einzelnes Projekt zum Demonstrieren. Sicherlich ganz lustig, aber das ist auch schon alles. Wirtschaftlich überhaupt nicht. Ja? Deswegen muss man vorsichtig sein, Pferde können dies und das und sehr und jenes nicht. Da mag es in den Kommentaren einen Pferdefreund geben, der darauf hinweist, doch, das geht schon. Ja, aber es macht halt keinen Sinn. So, was macht denn Sinn? Wo liegen denn die großen Vorteile beim Pferderücken? Weshalb wird das denn so viel diskutiert, ob das nicht eventuell toll sein kann? Fangen wir mal an mit noch ein paar kurzen Rahmenzahlen. Für die Pferde, die wir brauchen, da sind ja Kaltblüter. Da kann man sich jetzt streiten, welche Rassen das genau sind und welche nicht. Jedenfalls hat so ein Pferd, na sagen wir mal, die kleineren, die man für Spezialaufgaben im Bergwald einsetzt, die haben sowas um die 600, manchmal vielleicht auch nur 500 Kilo. Die sind dann aber auch wirklich nur für so kleinere Stämmchen geeignet. Also sehr, sehr kleinere Stämmchen verglichen mit dem, was man in der Maschine so schafft. Normales Rückgefährt, da sind wir bei über 800 Kilo. Ja, kann auch mal 850 sein, so ein krasser Rückgehengst, der hat vielleicht auch mal eine Tonne.
könnte ich mir auch vorstellen. So ein richtig, richtig krasses Vieh. Man hat, wenn ihr mal Rückgefährt Ungarn oder irgendwie sowas sucht, findet ihr es vielleicht. Das ist ein Hengst, der ist, es ist ein wandelnder Muskel. Ich glaube, der könnte eventuell die Tonne auch voll machen. Was der da durch die Gegend zieht, ist auch beeindruckend. Wobei ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher bin, ob das noch im Rahmen von tierschonend ist. Denn, nächste wichtige Zahl, 10-15% von ihrem Körpergewicht darf so ein Pferd, dürfen so solche Pferde, also, ne, jetzt fangen wir mal von einem aus, also von seinem Körpergewicht darf so ein krasser Hengst so ziehen. Ja, und jetzt nehmen wir mal an, wir hätten so das 800 Kilo Exemplar oder Standardrückgefährt, dann sind das 120 Kilo. Langfristig heißt so über den ganzen Tag verteilt. Will man den ganzen Tag das Pferd einsetzen, dann sollte man ihm halt jedes Mal bei jeder Fuhre, da sind ja immer wieder Pausen zwischendrin, wenn was Neues angehängt wird, wenn was abgehängt wird, da kann er ja mal wieder stehen bleiben und sich ein bisschen erholen. Aber 120 Kilo pro Fuhre sollte man nicht überschreiten. Und 120 Kilo sind ja schon die 15%. Ja? 10% wären ja eigentlich nur die 80 Kilo. Also muss man schon gucken. Joa, ne? Und das ist durchaus Zuglast. Das ist jetzt nicht Tragelast. Tragen könnten die wahrscheinlich langfristig gesehen auch 10 bis 15 Kilo oder irgendwie sowas. Aber es geht ja wirklich darum, dass sie den ganzen Tag am Malochen sind und dass man zwischendrin auch nochmal die Möglichkeit hat, ihnen mal kurzfristig so ein paar Mal am Tag, hier und da halt mal, nach bestem Wissen und Gewissen, bis zu 50% ihres eigenen Körpergewichts hinten dran zu hängen. Und das ist dann schon eine Hausnummer. Das sind nämlich 400 Kilo bei einem 800 Kilo schweren Pferd. Und damit hat man schon Optionen. Das darf man nur nicht übertreiben, weil sonst ist man wieder im Bereich der im Grunde schon Tierquälerei, weil das Tier zu überarbeiten macht einfach keinen Sinn. Wenn es darum geht, schwere Sachen zu transportieren, dafür gibt es moderne Technik. Ja? Dafür gibt es dann die großen Maschinen, die kannst du noch so schwer beladen, die beschweren sich nicht, da leidet keiner drunter. Und nochmal, dadurch, dass das gerade, damit das ein positives Image behält und was Schönes bleibt, und das ist ja auch was Schönes, dieses Pferderücken, darf man das auf keinen Fall übertreiben. Das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung für alles, was damit zu tun hat. So, was sind denn 120 Kilo? Naja, nehmen wir mal an, wir nehmen Fichte, ist halt immer noch die Standardbaumart zum Rechnen. Das sind 0,25 Festmeter. Was ist das? Ein sehr dünnes Bäumchen. Ja? Ein sehr dünnes Bäumchen entastet, eventuell noch den Wipfel abgeschnitten, also da, wo das Holz so dünn wird, dass man es ohnehin nicht mehr vermarkten kann. Die 8 cm Grenze ist da immer so der magische Wert. Darüber spricht man von Derbholz. Die Derbholzgrenze ist 8 oder 9 cm, je nach Bundesland, glaube ich. Das lohnt sich einfach aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr, was mitzunehmen, was dünner als 8 oder 9 cm eben entsprechend ist. So. Und ja, da hat dann halt so ein dünnes Fichtenstämmchen sowas hier. Ja, so eine Dimension. Das wären so diese 0,25 Festmeter. So irgendwie. Und vielleicht 6, 7, 8 Meter lang. Irgend sowas um den Dreh. Haut man da jetzt mal die 400 Kilo dran, dann sind wir bei 0,8 Festmeter. Und das ist ein Stamm... Sowas, ja, sowas. Also so ein Schwach bis Mittel, ne, in dem Bereich. Schwach bis Mittelholz kann mal rausgeholt werden, mal. Also das sind die technischen Daten zum Pferd. So, nachdem wir das jetzt wissen, gehen wir doch spaßeshalber einfach mal eine Liste durch, die ich auf einer Pro-Pferderücken-Seite gefunden habe. Links unten in der Beschreibung zu den Quellen. Nämlich Bodenschonung. Pferderücken ist im Vergleich zum hochmaschinellen Rücken bodenschonender. Jetzt müssen wir mal gucken, wo es drauf kommt drauf an. Ja? Also, ein einzelnes Pferd im Vergleich zu einem einzelnen Traktor, der im Wald rumfährt, ist das Pferd erheblich bodenschonender. Jo. Wenn allerdings ein Forstschlepper nur auf der Rückegasse rumfährt, wirklich nur und ausschließlich auf der Rückegasse, ein sonstiges Befahren des Bestandes ausgeschlossen ist, auf der Rückegasse jeweils stehen bleibt, die Bäume, die im Bestand liegen, an ein Seil nimmt und mit dem Seil zu sich selber hinfährt und dann die Rückegasse wieder zurückfährt,
dann ist die Bodenschonung für den Bestand, der nicht befahren wird, genauso groß, um nicht zu sagen, noch einen Hauch höher, als wenn man das Ganze mit dem Pferd macht, weil das Pferd muss zum entsprechenden Stamm hinlaufen, rennt also im ganzen Bestand rum. Also ja, bei flächiger Befahrung des Bestandes ist ein Pferd erheblich bodenschonender. Tatsache. Bei Transport auf Rückegassen nicht. Da ist es gerade egal. Ja, also das müssen wir uns ins Gedächtnis rufen. Dann nächster Pluspunkt, Bestandespfleglichkeit soll heißen, mit dem Pferd kann man gezielter den Weg zwischen den, also mit den angehängten Stammen, den Weg zwischen den anderen Bäumen hindurch bis zur Rückegasse oder bis zur Vorstraße, je nachdem, wo man hin möchte, kann man den Weg gezielter nehmen. Man ist nicht darauf angewiesen, wie mit einer Seilwinde in einer geraden Linie zu ziehen. Ja, die Seilwinde ist schlecht mit Kurven. Das geht überhaupt nicht, logischerweise. Das Pferd kann das schon. Das heißt, wenn irgendwo ein Klumpen Tannenverjüngung ist, Tanne ist ja wertvoll, dann kann das Pferd da problemlos drum rumlaufen und die Tanne aussparen und der Tanne passiert nichts. Wenn wir das gleiche versuchen wollten mit einer Seilwinde, müssten wir unser Holz notgedrungen durch die Tanne durchziehen oder wir fahren mit dem Traktor meinetwegen, vor Spezialschlepper heißt das Ding, ein Stückchen weiter hoch, damit wir dann in einem anderen Winkel. Also angenommen, Moment, ich mal es auf, ich habe hier einen Zettel. So, angenommen, na jetzt kann man es sehen, wir haben hier unseren Schlepper auf der Rückegasse, hier liegt unsere Tanne, hier ist unsere Tannenverjüngungsfläche, dieser Kreis. Und jetzt haben wir hier ein Kabel dran, das geht natürlich durch die Tannenverjüngungsfläche und wir wollen unsere Tanne jetzt zu unserem Schlepper kriegen. Dann ist es klar, dass wir nicht die Tanne hier jetzt durchziehen, drumherum ziehen können. Ja, das geht natürlich nicht. Wir müssten jetzt also mit unserem Schlepper weiter dahin fahren, zum Beispiel hier unten hin meinetwegen, und dann könnten wir die Tanne vermutlich gerade so an unserer Tannenverjüngungsfläche vorbei rausziehen. Geht also auch, aber wenn hier jetzt halt alles voller Bäume ist und dieser Weg geht nicht und ein solcher Weg geht auch nicht, weil da ist auch wieder alles voller Bäume, dann müssten wir es doch durchziehen. Und das Pferd kann bei Bedarf auch so machen. Ui, ganz egal. So im übertragenen Sinne. So, das ist natürlich schon was, das ist bestandespfleglich. Man kann mit dem Pferd aufgrund dessen, dass man ohnehin mit viel geringeren Geschwindigkeiten arbeitet, nicht unbedingt beim eigentlichen Rücken, aber generell ist es einfach eine gemütlichere Arbeitsweise. Nicht, dass die Leute sich nicht beeilen und nicht, dass die sich nicht anstrengen. Kann man einfach mehr Sorgfalt darauf legen, dass man mit dem Stamm, den man hinterher zieht, nirgendwo aneckt, keine Rückgeschäde am stehenden Bestand hinterlässt. Was sind Rückgeschäden am stehenden Bestand? Naja, wenn du mit einem tonnenschweren Stamm an andere Stämme dran bollerst, dann ist da die Rinde ab und dann an der Stelle ist er verletzt und dann kann da der Pilz eindringen, das Bakterium eindringen, der Virus eindringen, ganz egal wer, alle die da durch. Das ist wie eine Schürfwunde auf der Haut, hat man auch ganz schnell eine Infektion, wenn man eben nicht aufpasst. So, das ist da besser. Das ist besser, das heißt aber nicht, dass man nicht auch pfleglich mit klassischer Holzernte sein kann, nur geht klassische Holzernte meistens ein bisschen auf die Zeit und man beeilt sich mehr und man achtet weniger drauf. Das ist aber kein systemisches Problem, sondern einfach ein Problem in der Umsetzung. Ja? Ich würde also einen geringfügigen Vorteil, einen 10% Vorteil vielleicht für das Pferd hier vergeben, dass es mehr Optionen, lass es 20% sein, mehr Optionen zur Bestandespfleglichkeit auf jeden Fall bietet. Das bedeutet aber nicht, dass es unmöglich ist mit dem anderen System. So, dann braucht man weniger Rückgassen und Wege. Dazu kommen wir gleich. Das ist ein eigenes Thema. Größere Gassenabstände der Rückgassen und Wege sind möglich. Auch dazu kommen wir gleich, das ist ein eigenes Thema. Im schweren Gelände und bei sehr empfindlichen Böden kann man das Pferd, nur das Pferd, eigentlich einsetzen. Und nee. Also, bei schwierigem Gelände gäbe es
eine wahrscheinlich noch teurere Variante, die eine Alternative zum Pferderücken darstellen könnte, würde, ja, nicht nur könnte, sondern tut sie tatsächlich, nämlich Tragrücken per Seilkran. Das Gelände kann noch so schwer sein, man kann immer einen Seilkran installieren und mit dem Seilkran das Zeug hochlüpfen, was man raushaben möchte aus dem Wald, und am Seil entlang rausgleiten lassen. Das ist ein Mordsaufwand, bis die entsprechenden Stützen stehen, bis das Seil steht. Dann braucht man noch eine große Maschine, die eben diesen Seilkran bedient, in Anführungszeichen. Das kostet ein Schweinegeld. Du brauchst Spezialisten aus, im Grunde, den Alpen, die du dir einfliegen lässt. Oder anderen Hochgebirgen, da wird es das vielleicht auch geben, aber am ehesten noch in den Alpen, weil die Alpen am ehesten durchtechnologisiert sind, was die Nutzung der Bergwälder angeht. So krass durchtechnologisiert haben wir das in keinem anderen Hochgebirge des Planeten, kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, hallo, in den Alpen hocken die Schweizer, die haben Geld. genau. Und deswegen ist das auf jeden Fall eine noch schonendere Möglichkeit. Tatsache, ja. Aber auch das Pferd, aufgrund seines sehr geringen Bodenverwundungspotenzials mit dem Huf, der macht schon Löcher rein, aber diese Löcher sind nicht so, dass man damit in irgendeiner Form das Bodenleben schlimm beeinflusst. Man hat ein paar Löcher im Boden. Im Boden ist ohnehin ein System mit Löchern drin. Das ist also völlig wurscht, in Anführungszeichen. Jedenfalls hat man bisher noch nicht ökologisch nachgewiesen, dass Verwundungen durch Pferdehufe oder sonstige Großtiere, es sei denn, du hältst die ganze Kuhherde drüber, dann spielt es irgendwann schon eine Rolle. Aber, und die ständig im gleichen Gebiet unterwegs, ne, also so ein bisschen eingefärcht, dann spielt es eine Rolle. Aber wenn dann nun mal 5, 6, 7, 8 Mal von mir aus ein Pferd hin und her läuft, auch wenn es ein Kaltblüter ist und auch wenn es auf der Hälfte der Strecke jedes Mal einen Baumstamm hinten dran herzieht, und die Verletzung für den Boden ist reversibel, wie man so schön sagt. Ja? Also wenn da was Schlimmes passiert, dann ist das innerhalb von ein paar Jahren, schlimmstenfalls von 10, wieder in Ordnung und alles wieder beim Alten und gut ist. Und das kann man halt eben nicht behaupten, wenn man auf so einem Boden mit einem Harvester, mit einem Forwarder, das sind diese Rückedinger, die das Zeug hinten auf ihren Korb schmeißen und dann damit rausfahren, oder mit dem Traktor vor Spezialschlepper, völlig egal, über so einen empfindlichen Boden drüber fährt, dann ist der hinterher kaputt, Tatsache. Ja, gut. So gesehen, ja, ist so, ist gut. Kann man machen mit dem Pferd. Schweres Gelände, wenn man nicht mit dem Seilkran arbeiten möchte, sobald da zum Beispiel irgendwelche Felsen rumliegen, dann kannst du nicht mehr mit irgendwelchen großen Maschinen arbeiten, weil durch diese Felsen kommen sie nicht durch, drüber kommen sie auch nicht. Das Pferd kann entweder kurzfristig drum rumlaufen oder drüber steigen, je nachdem, was das für ein Felsen ist. Da gibt es also auf jeden Fall Möglichkeiten, die man mit dem schweren Gerät nicht hat. Aber trotzdem nochmal, Seilkran ist eine Alternative zum Pferd. Es lässt sich auch technisch lösen. Überbrückung von schlechtem Wetter. Das ist ein guter Punkt. Das ist meiner Meinung nach sicherlich einer der Top-Vorteile, die so ein Pferd dann tatsächlich hat. Und den lasse ich auch gerne gelten auf dieser Pro-Liste, weil wenn wir schlechtes Wetter haben und wollen unser Holz machen, ja, angenommen, wir haben es schon gefällt und jetzt liegt es im Wald rum und jetzt fängt es an zu regnen und es hört wochenlang nicht auf und der Boden ist völlig durchgeweicht und sobald man da mit irgendeiner Maschine rumfährt, hinterlässt die solche Gleise im Boden, ja, also tiefste Gräben, und das kann man eigentlich nicht machen. Beispiel: Baden-Württemberg hat sich selbst auferlegt, sie machen keine Rückearbeiten, wenn dabei Gleise entstehen würden, die voraussichtlich tiefer sind als 40 cm. 40 cm klingt jetzt schon saumäßig viel, gemessen an dem, was es aber möglich ist, was man alles Schlimmes anstellen kann. Beim Holzrücken ist 40 cm durchaus solide, ne? Als Wert. Könnte noch besser sein, ja, auf jeden Fall, aber sehr solide, sehr, sehr fair und ein guter Kompromiss aus Wirtschaftlichkeit und Naturschutz bzw. Bodenschutz in diesem Fall. So, wenn also gar nichts geht und man da nicht rein kann, weil man diese 40 cm Regel überschreiten müsste, oder weil man grundsätzlich einfach sehr vorsichtig ist und auch keine 20 cm hinterlassen will und einfach überhaupt nichts kaputt machen möchte, dann ist mit dem Pferd die Möglichkeit gegeben, bevor man in diesem Wald es überhaupt nicht weiterschaffen kann, einfach mit dem Pferd schon mal Vorarbeiten zu leisten. Das ist dann wichtig, weil wahrscheinlich ist dieses Holz, was da jetzt rumliegt und auf den Abtransport wartet, schon eventuell verkauft.
oder man wüsste schon einen Abnehmer, wo man das hinkriegen muss. Und man kann es auch nicht ewig im Wald liegen lassen. Noch schlimmer wäre es bei Kalamitätsholz, also Holz, in dem der Käfer drin sitzt und in kürzester Geschwindigkeit aus dem Wald raus muss, weil er sonst ausfliegt und sich überall im Wald verteilt. Also der Käfer meinte man, den Borkenkäfer. Und dann muss man auch schauen, dass man das kurzfristig aus dem Wald rauskriegt. Und eine Möglichkeit hat, ohne den Boden zu ruinieren. Und da kommt das Pferd ins Spiel. Ja? Entweder, um das Holz schon mal schön an der nächsten Rückegasse vorzureihen, ja, damit man es dann, sobald die Situation besser wird, sehr schnell draußen hat aus dem Wald. Oder, wenn es Kalamitätsholz ist, um es wirklich sehr schnell, was heißt sehr schnell, das sind dann nur wenige Stämme. Ja, also das sind dann keine riesen Mengen, weil es kein, hoffentlich zumindest nicht, im Regelfall nur ein kleines Käferloch ist. Und dann kann das Pferd das schon in einem Tag schaffen. Und ohne den Boden kaputt zu machen, dann liegt es an der Waldstraße. Und auf der Waldstraße kann dann auch noch ein größeres Fahrzeug eben entsprechend problemlos fahren oder was kaputt zu machen. Lädt das Zeug vom Wegesrand dann halt eben entsprechend auf, fährt es raus aus dem Wald und das Problem ist gelöst. Und das alles nur dank Pferd. Da gibt es keine technische Lösung. Da gibt es wirklich keine Alternative. Kurzfristig einen Seilkran aufbauen wegen ein paar Stämmen ist so unwirtschaftlich, dass da wirklich das Pferd erheblich billiger ist. Das ist ein großes Plus. Ganz großes Plus. So, dann. Ein Vorteil, ein weiterer Vorteil, den ich auf dieser Seite gefunden habe, ist CO2-Emission, beziehungsweise man spart fossilen Brennstoff, wenn man mit dem Pferd unterwegs ist. Das ist grundsätzlich richtig. Ja? Ein Pferd hat auch CO2-Emissionen, wie jedes Säugetier, jedes Tier generell, ja, haben wir alle CO2-Emissionen, aber verglichen mit einem Harvester oder einem anderen großen technischen Gerät, das auf Erdölbasis durch die Gegend fährt, ein Erdgas-Harvester habe ich noch nie gesehen, gibt es auch nicht, Biogas schon gar nicht, also da bleiben wir beim Öl. Da führt kein Weg dran vorbei, also Benzin, Diesel, was auch Diesel im Regelfall, an so einem Brennstoff. Und den braucht ein Pferd natürlich nicht. Es ist aber auch falsch, jetzt so zu tun, als hätte ein Pferd überhaupt keine Ressourcenkosten. Ein Pferd braucht eine Weide, ein Pferd braucht Futter. Damit braucht man für eine Tonne schweres Pferd durchaus ein nicht zu unterschätzendes Stückchen Land, um dieses Pferd zu versorgen. Ja, also Ressourcenkosten hat es auch. Aber ja, zugegeben liegen die erheblich geringer als von einem Harvester. Aber man kann auch nicht ein Pferd und einen Harvester vergleichen, sondern realistisch betrachtet könnte man zumindest drüber nachdenken, ob man nicht vielleicht lieber 100 Pferde und einen Harvester vergleicht. Und dann sieht die Rechnung leider schon wieder gegebenenfalls ziemlich anders aus, beziehungsweise deutlich weniger zugunsten vom Pferd. Dann nimmt sie es vielleicht nicht viel. Ja? Weil 100 Riesenpferde, die brauchen echt Futter. Und damit brauchen die echt Fläche. Andererseits, Hafer ist ein regenerativer Rohstoff, Erdöl nicht. Und letztendlich geht aufgrund der Tatsache mit der Regenerativität der Punkt definitiv ans Pferd, egal wie viele das sind, weil sie halt kein Erdöl brauchen. Ist das wichtig? Ist das das ausschlaggebende Argument schlechthin, weshalb man nur noch mit Pferd arbeiten sollte? Das will ja sowieso keiner. Ja. Also ich provoziere hier jetzt gerne ein bisschen. Eher nicht, würde ich sagen. Ist ein kleines Goodie. Ist schön. Also wer mit dem Bus nach Schottland fährt, wenn er dahin möchte und mit dem Bus wieder zurück, für so jemanden mag das bestimmt eine Rolle spielen. Ding, ding. Aber ich glaube, für die allermeisten, ich meine, die CO2-Kosten pro Stück Holz, das man aus dem Wald holt, sind gering und außerdem kommt noch erschwerend dazu, dass das Holz ja vorher jede Menge CO2 gebunden hat. Wenn man also die Bereitstellung von Wertholz, Holz, das langfristig irgendwo eingebaut wird, mit den CO2-Kosten der Gewinnung des Holzes gegenrechnet, kommt man immer noch auf ein Minus, dass man hinterher weniger CO2 in der Atmosphäre hat, weil das Holz ja möglichst langfristig verbaut wird. Deswegen, ich denke, die Notwendigkeit, geringeren CO2-Ausstoß bei der Holzernte zu haben, ist derzeit nicht besonders gegeben. Schön ist es trotzdem. So.
Außerdem kann ein Pferd kein Öl verlieren, kein Benzin, braucht keine Schmierstoffe. Schlimmstenfalls lässt es ein paar Äpfel fallen, ja? Und die sind Dünger. Und dagegen hat, glaube ich, der Wald nichts. Das heißt, das ist nett. Das ist auf jeden Fall noch ein netter kleiner Bonusnutzen. Den würde ich aber in der Kategorie von 1% besser als die Sache mit dem Harvester ansprechen, weil es durchaus möglich ist, Forstmaschinen mit in Anführungszeichen Sonnenblumenöl zu betreiben. In vielen was auch wichtig ist, wenn man zum Beispiel FSC-zertifiziert sein möchte, also besonders nachhaltige Forstwirtschaft aus besonders ökologischem Wald, bla bla bla, sich das zertifizieren lassen möchte, dann ist man zum Beispiel darauf angewiesen, nur ökologisch abbaubare Schmiermittel bei seinen Maschinen zu verwenden, dass es also nicht passieren kann, dass einem Schweröl oder sonst was im Wald versickert. Damit ist der Fall dann auch relativ gut gelöst. Aber ja, auch hier senke ich sicherlich einen Pluspunkt fürs Pferd, insbesondere wenn es zwischendrin mal noch einen nahrhaften Apfel für den Wald fallen lässt. Ne? Pferdeapfel. Und Pferderücken hat Eventcharakter. Und das ist nochmal ein fetter Pluspunkt. Ja? Weil, sehen wir jetzt mal die Situation aus Sicht des Försters. Der Förster ist in vielen Forstbetrieben zu einem gewissen Teil der Buhmann, weil er halt eben Bäume fällt. Bäume fällen ist negativ assoziiert in unserer Gesellschaft. Wir mögen alle gerne Holzprodukte, aber Bäume fällen ist böse. So, das mag ein Widerspruch sein, aber wir sind halt blöd. Dementsprechend hat ein Förster das Problem, dass er versuchen muss, seinen Wald irgendwie ein positives Image zu verpassen, obwohl er Bäume fällt. Und da kommt jetzt das Pferd ins Spiel. Ja? Und wenn man sagt, okay, jetzt müssen wir hier ein bisschen durchforsten. Nein! Aber wir nehmen dazu das Pferd, um das Holz rauszuholen. Oh! Und schwuppdiwupp, Image wieder besser. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und da Pferde ohnehin meistens im wegnahen Bereich tätig sind und man dann das Pferd eventuell gerade an den Wegen einsetzt, wo der Förster sehr wohl weiß, dass da viele Spaziergänger unterwegs sind, dann kann man damit durchaus auch den Besucherstrom in den Wald erhöhen, die Akzeptanz der Forstwirtschaft steigern, wenn die Forstwirtschaft mit so einem tollen, alten, dicken, fetten Kaltblüter stattfindet. Das sind ja aber auch wirklich tolle Tiere, ne? Also kann ich gut nachvollziehen. Und den Eindruck erwecken, man würde unglaublich ökologische Forstwirtschaft betreiben. Warum nur den Eindruck erwecken? Warum nicht die Tatsache beweisen, dass man es tut? Weil Pferderücken nur zu einem gewissen Anteil der Forstwirtschaft überhaupt Sinn ergibt. Und damit kommen wir jetzt zu den Punkten, die ich geschoben habe, nämlich weniger Rückegassen und Wege, große Gassenabstände möglich, Fragezeichen. Folgendes. Baum pflanzen, Baum alt werden lassen, Baum fällen. Das wäre jetzt das Modell vor langer, langer Zeit, dass man das genauso gemacht hat, ohne großartig sich dazwischen um den Wald zu kümmern. Heutzutage durchforstet man ja zwischendurch. Ja? Also man pflanzt einen Baum, noch besser, man wartet, bis er von alleine wächst, Naturverjüngung nennt sich das. Dann lässt man ihn 20, 30 Jahre stehen, je nach System, manchmal auch ein bisschen kürzer, manchmal noch ein bisschen länger. Und dann geht man hin und holt mal die ersten Bäume raus, damit die verbliebenen besser wachsen. Zum Beispiel hat man früher gerne gemacht, eine sogenannte Negativauslese als erste Maßnahme zum Durchforsten. Man ist halt reingegangen, wenn die 4-5 Meter hoch waren, so dick, ne, so irgendwie sowas. Und hat dann halt schon mal den ein oder anderen Krummen mit wirklich sehr schlechter Stammform rausgenommen, weil wenn man die weiter wachsen lässt, dann wachsen die zwar weiter und die produzieren auch weiter Holz, aber dieses Holz kann man hinterher bestenfalls als Brennholz brauchen. Deswegen ist es wirtschaftlich gesehen sinnvoller, nur die Bäume weiter wachsen zu lassen, die auch einen schönen geraden Stamm für schöne gerade Bretter beispielsweise aufweisen. So. Jetzt liegen also da die mit den krummen Stämmen rum und jetzt muss man die aus dem Wald rauskriegen. Kann man dafür das Pferd nehmen? Ja. Macht das Sinn? Ja. So. 20 Jahre später, wenn die Bäume so, sagen wir mal, 50 sind, geht man hin und macht eine, ja, kann man sich streiten, ob das jetzt schon eine Altdurchforstung ist, das hängt von der Umtriebszeit ab, aber man holt dann schon ordentliche Stämmchen raus. Ja? Die sind dann schon vielleicht, je nachdem was es ist, vielleicht schon so. Ja? Kann man das jetzt noch mit dem Pferd machen? Vielleicht. Mit dem Zweispänner? Vielleicht. Ja?
Ist das wirtschaftlich sinnvoll? Selten. Selten. Sehr, sehr, sehr selten. Würde ich jetzt mal vorsichtig ausdrucken. So, und jetzt kommt man nochmal im Alter, Bestandesalter 80 oder was, und macht Endnutzung. Jetzt holt man die dicken Dinger raus. Wenn es ein guter Boden war, wenn alles gut gewachsen ist, wenn man zum Beispiel eine schnell wachsende Baum hat, wie eine Douglasie genommen hat, hat man hier dann solche Oschis rumstehen. Kann das noch ein Pferd rausholen? Keine Chance. Na, jedenfalls nicht wirtschaftlich. Experimentell zum Angeben, einen Stamm, ja, mit 6 Pferden vorne dran, so Späße, ja, aber auf keinen Fall wirtschaftlich und auch nicht gut fürs Pferd. Ja. So. Also, wo liegt der Einsatzbereich vom Pferd? Im Schwachholz. Wie viel Schwachholz fällt so an in den Wäldern? Genug, aber es ist längst nicht der Massenhauptteil. So, und wenn wir jetzt behaupten, wir könnten durch den Einsatz von Pferden mit weniger Rückgassen und Wegen arbeiten, weil die Pferde ja auch im Bestand rumlaufen können, dann müssen wir uns ins Gedächtnis rufen, dass das nur insoweit geht, wie ein Pferd das Holz auch transportieren kann. Soll also heißen, angenommen, wir machen fast gar keine Rückgassen mehr, weil ein Pferd kann ja überall rumlaufen, dann brauchst du die Rückgasse ja gar nicht. Dann haben wir spätestens dann ein Problem, wenn unsere Stämme zu dick werden fürs Pferd. Weil die kriegen wir dann nur wieder aus dem Wald raus, wenn wir auch die Rückgassen haben. Also ist es so ein bisschen eine Milchmädchenrechnung. Das funktioniert 30 Jahre, danach brauchst du die Rückgassen wieder. Lässt du sie also zuwuchern und meinst, ja, jetzt haben wir Pferde, jetzt brauchen wir nie wieder Rückgassen? Ist das blöd, ja? Trotzdem, aber. So, und dazu habe ich mal was aufgemalt. Also es ist nicht falsch, die Aussage. Sie ist nicht falsch. Man muss sie nur wirklich kritisch hinterfragen. Hier wieder eine wunderschöne Bennzeichnung. Hier haben wir jetzt eine Vorstraße. Das da ist eine Vorstraße. Unverkennbar. Das hier sind Rückgassen, 3 Stück, die von dieser Vorstraße abgehen. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung. Vorstraße, das sind die Dinge, auf denen man im Regelfall spazieren geht. Rückgasse ist eine nicht befestigte Schneise im Wald, auf der dann halt eben Forstmaschinen rumfahren sollen, damit sie nicht überall unkontrolliert rumfahren. Sieht man, wenn man ein Blickchen dafür hat, durchaus häufiger im Wald. Manchmal sind sie auch markiert, dann meistens mit 2 weißen Kringeln an einem Baum links von der Gasse und an einem Baum rechts von der Gasse. Könnt ihr ja gerne mal drauf achten. Manchmal sind es auch nur weiße Pfeile, weiße Striche, weiße, ne, irgendwie, aber meistens fast überall bundeseinheitlich weiß. Also gerne mal drauf gucken, wer mag. So, das hier ist die klassische Situation von früher. Rückgassen sind 20 Meter auseinander. Ja? Also an einer langen Vorstraße, die schnurgerade durch den Wald führt, davon gehen wir jetzt einfach mal aus, haben wir alle 20 Meter so eine Gasse, die recht winklig, also 90 Grad zur Vorstraße in den Wald eben entsprechend abbiegt. So, und alle 20 Meter. Warum alle 20 Meter? Weil, wenn wir jetzt mal abgesehen von den ganz, ganz kleinen Bäumchen, die wir da rausholen. Die können wir noch notfalls mit der Hand rauszerren. Ja, die ganz kleinen Dinger, die 2-3 Meter hoch sind. Abgesehen von denen haben wir bei jedem ein bisschen größeren Baum, wenn wir 20 Meter Gassenabstand haben, eine gute Möglichkeit, einen Baum immer beim Fällen auf die nächste Gasse zu schmeißen, sobald der Baum 10 Meter hoch oder höher ist. Weil, angenommen, ein 10-metriger Baum steht genau in der Mitte zwischen 2 Rückgassen. Man schmeißt ihn auf die eine oder auf die andere Seite. Man kann die jetzt zielgerichtet fällen, da wo man sie hinhaben möchte. Dann liegt die Spitze vom Baum immer auf einer Rückgasse. Fahren wir jetzt mit unserem Vorspezialschlepper die Rückgasse hoch, können wir den Baum hier einfach hinten anhängen, fahren hier runter, wir schleifen ihn über die Rückgasse raus zur Waldstraße, legen ihn hier irgendwo auf den Rand, an den Rand hin und gut ist. Mussten wir dafür den Bestand befahren? Nö. Aber jetzt wollen wir ja möglichst wenig Rückgassen haben. Warum wollen wir möglichst wenig Rückgassen haben? Damit wir möglichst wenig Waldboden verdichten. Außerdem, je weniger Rückgassen man hat, desto mehr Fläche hat man zum Bäume anpflanzen zur Verfügung. Hat also auch ganz einfache wirtschaftliche Vorteile. Das neue Gut ist Rückgassenabstand 40 Meter. Ja? Und da haben wir jetzt ein Problem. Weil, wollen wir jetzt Bäumchen fällen, die 10 Meter hoch sind,
nur in Anführungszeichen 10 Meter hoch und der steht jetzt mitten zwischen unseren beiden Rückengassen und hat logischerweise bis zu jeder Gasse 20 Meter Abstand, ist aber nur 10 Meter hoch und wir schmeißen ihn in Richtung dieser Gasse, dann fehlen uns hier noch 10 Meter. Ja? Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben eben einen Schlepper mit Seil, der seilt, da musst du das Seil 10 Meter durch den Wald zerren, an den Baum festmachen, dann schleppt der Schlepper das Ding bis zur Rückegasse, lädt ihn dann hinten dran, fährt ihn die Rückegasse runter, legt ihn irgendwo an die Waldstraße. Geht. Hat man bisher so gemacht. Geht. Ist das schlimm für den Boden? Nicht viel schlimmer, als wenn man mit dem Pferd da drin rumreitet und das Ding halt rauszieht. Ob man ihn jetzt mit dem Stahlseil schleift oder mit dem Pferd, nicht so relevant, ehrlich gesagt. Ja, aber irgendwie muss so ein Baum zurückgegasse. Und das kann sehr wohl auch das Pferd. Ja, und das kann mit dem Pferd auch sinnvoll sein. Trotzdem, was man bisher nicht macht, also nicht in der Praxis viel macht, in einzelnen Fällen mag das trotzdem vorkommen, ist was anderes als vorliefern. Ja? Also das Stück, die 10 Meter meinetwegen, im schlimmsten Fall bei diesen 40 Metern und 10 Meter langen Baum, zurückgegasse, das macht das Pferd. Dann legt es das Pferd schräg zurückgegasse, legt die schon mal schön hin, richtet die schön aus. Ja, das kann man alles mit dem Pferd machen, problemlos. Und das kann man, wie wir schon angesprochen haben, auch unabhängig vom Wetter machen. Also auch dann, wenn die Bedingungen so mies sind, dass man selbst auf der Rückegasse gerade nicht mit schwerem Gerät rumfahren kann, dann kann man trotzdem mit dem Pferd schon mal alles vorbereiten, bis es dann wieder möglich ist, mit schwerem Gerät auf der Rückegasse rumzufahren. Und dann kommt man eben mit dem schweren Gerät und holt das Zeug ruckizucki raus. Das ist dann an einem Tag erledigt und gut ist. Und vorher kann das Pferd schon 3 oder 4 oder 5 Tage, völlig egal wie lange, da schon, also solange es das Pferd tut, durchhält natürlich, muss man halt Pferd tauschen schlimmstenfalls, aber kann man da schon ganz viel schaffen. Ja, und das ist toll. Und das ist wirklich eine Option. Ansonsten, wenn die Bedingungen gut sind, ob man das mit dem Seil rausholt oder mit dem Pferd. Ja, mit dem Pferd hat man besseres Publikum, ja, besseres Image, schöner ist es auch, ist aber langsamer und teurer. Das muss man halt wirklich, das kann man nicht ignorieren. Klar, nochmal, Pferd ist toll, Geld ist nicht egal. In so einer Welt leben wir leider, leider nicht. So, und das ist so ein bisschen der springende Punkt. Wann braucht man kein Pferd mehr? Selbst wenn wir einen Rückegassenabstand von 40 Meter haben, für die Starkholzernte. Weil unsere starken Bäume, die schweren jetzt, ne? Die man auch nicht mehr mit Seil durch den Wald schleifen möchte, weil sie halt so schwer sind, dass sie dann auch Schäden hinterlassen. Wie hoch sind die? Naja, mehr als 20 Meter. Und was kann man dann wieder machen? Sie, selbst wenn sie 20 Meter von der nächsten Rückgasse entfernt sind, mit der Spitze draufschmeißen. Dann kann der Schlepper sie wieder da rausziehen, über die Rückgasse und relativ problemlos an die Waldstraße und dahin legen. Aber da gibt es auch keine Lösung, die das Pferd besser machen könnte. Wenn ich jetzt so einen 20 Meter Baum meinetwegen hier so rum umschmeiße, ja, und ziehe den da raus, da ziehe ich den halben Wald mit, bis ich das Ding da wirklich rausgezogen habe. Deswegen ist 20 Meter noch ein bisschen kurz. Ja, weil 20 Meter reicht ja nur, dass er gerade so an die Spitze ragt. Aber dann hat man da eine Mordskurve, bis wir den rumgekriegt haben. Noch besser wäre es, wenn er meinetwegen 40 Meter hoch wäre, weil dann könnte man ihn, ich mal das mal kurz ein, irgendwie so fällen. Ja, hier sowas, ne? Also selbst wenn er in der Mitte steht, kann man ihn schön schräg zurückgegasse fällen, dass man ihn dann auch schön schräg rausziehen kann. Kann ihn ja auch gleich auf die Vorstraße fahren, da noch ein Stückchen entlang. Und dann ist natürlich der Winkel, in dem man das Ding durch den Wald schleift, ein ganz anderer, als wenn man den rechtwinklig zurückgegasse erstmal fällen müsste. Aber das sind alle so Probleme, die hat die Forstwirtschaft bisher. Die wird die Forstwirtschaft vermehrt haben, wenn wir jetzt den Rückgegassenabstand peu à peu in immer mehr Forstbetrieben auf 40 Meter erhöhen oder zumindest auf 30 Meter. Von den 20 Metern wollen die meisten Forstbetriebe entsprechend weg inzwischen. Und dann wird das immer mehr ein Thema sein. Ja? Und man wird sich vielleicht überlegen müssen, ob man ohnehin dünnere Bäumchen, also ab einem gewissen Alter, wenn sie so dick sind, dass sie fürs Pferd schwierig werden, bis sie so dick sind,
dass sie wieder problemlos auf die Rückgasse gelegt werden können oder zumindest in die Nähe der Rückgasse, da kann man sich überlegen, ob man dazwischen überhaupt noch durchforsten muss. Und da gibt es waldbauliche Ansätze, die sagen, nee, da muss man nicht mehr durchforsten. Weil, wenn man bei der Endnutzung ein bisschen Schäden am stehenden Bestand hinterlässt, ist das egal, weil der stehende Bestand kommt ein paar Jahre später auch wieder raus. Meistens macht man die Endnutzung nicht als Kahlschlag, dass man halt sofort hingeht und sämtliche Bäume gleichzeitig rausholt und alle auf einmal, sondern gestaffelt, hier mal ein paar, da mal ein paar, dort mal ein paar, im Abstand von vielleicht 20 Jahren, wenn es gut läuft, ne? Wenn man es ideal macht. Und deswegen, sagen wir mal, wir machen einen Rückgeschaden an einem Baum, den wir in 5 Jahren holen wollen oder in 10 oder in 8, irgendwie sowas. So lange lebt er noch, ja? Bis wir ihn eh absägen. Deswegen ist das nicht so relevant. Die Zeit dazwischen, wenn wir im Alter 50 einen Rückgeschaden an einem Baum, der 100 alt werden soll, verursachen, dann ist das ein Problem. Also, ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen, worauf ich hinaus möchte. Jedenfalls bei diesen Endnutzungsfragen, da ist uns das Pferd halt nicht wirklich, das bringt da nicht viel, ja. Kann man nur durch das Vorhandensein vom Pferd den Rückgegassenabstand besser auf 40 Meter erhöhen, als man es ohne Pferd könnte, spielt auch keine Rolle, weil man kann beiseilen. Riesenvorteil beim Pferd bei schlechtem Wetter, beim Vorarbeiten bei schlechtem Wetter. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, wenn Pferd für Spezialeinsätze die bessere Wahl bleibt, nur für Spezialeinsätze, denn ich habe auch eine Kontraliste zum Pferd nochmal aufgestellt. Punkt 1, es ist einfach teuer. Es ist teurer als alles andere. Punkt. Na, bis auf vielleicht Seikran, es dürfte ungefähr gleich teuer sein, je nachdem, welche Situation. Manchmal auch ein Saalkran noch ein bisschen teurer, gebe ich ja gerne zu. Ja, kommt sicherlich oft auch so bei raus. So, zweites großes Problem, das ist das, was ich gerade versucht habe anzusprechen, Verfügbarkeit. Find mal einen Pferderücker in deiner Nähe. Schwierig. Ja? Kann man das weiter ausbauen? Ja. Ist es als Publikumsmagnet, allein schon wegen dem Faktor Publikumsmagnet, Waldimage, Försterei-Image, sinnvoll, die Holzrückung mit dem Pferd weiter auszubauen? Auf jeden Fall. Ja, da bin ich voll und ganz dafür. Und ob man den Schlepper nimmt oder das Pferd, wenn man es bezahlen kann, dann kann man gerne auch das Pferd nehmen. Ja? Wegen den genannten Vorteilen. Einfach weil es cool ist auch. Spielt auch eine Rolle. Problem. Pferd muss erstmal in den Wald. Ja? Das ist wieder das Problem mit der Verfügbarkeit. Wenn man einen Doppelspänner braucht, da muss man mit 2 wirklich schweren Pferden erstmal da in den Wald karren. Und wenn man keinen Holzrücker, Pferderücker vor der Tür hat, scheiße. Ja, dann wollen die gegebenenfalls auch nicht kommen und der Aufwand, die Logistik, das ist alles bäh. Ja, mit dem Traktor kurz hochfahren, der eine Seilwinde hat, geht halt viel, viel, viel schneller. Und so einen Traktor kannst du überall rumstehen haben, so ein Pferd nicht. Nächstes Problem. Pferderücken teuer, ergo Holzpreis steigt in den meisten Fällen. Ja, manchmal wird man das umgehen können, bei gelegentlichem Einsatz sowieso. Wenn wir jetzt aber nur noch Pferderücken machen wollen bei Schwachholz, dann steigt auf jeden Fall der Holzpreis für den Konsumenten. Und was macht der Konsument, wenn man ihm ein deutsches, einheimisches Holz teurer macht? Nö, er nimmt es woanders her, wie er es jetzt ja auch schon tut. Wir nutzen ganz, ganz viel Holzimporte aus sonst wo. Jeder IKEA-Schrank hat kein einziges bisschen deutsches Holz gesehen. Vielleicht Nuancen, aber mehr auch nicht. Sondern ist schön irgendwie aus sonst wo importiert, weil ist billiger. Und das ist ein Problem. Und dieses Problem wird zunehmen, wenn unser heimisches Holz noch teurer wird. Dann ist unser heimisches Holz zwar aus noch nachhaltiger und noch ökologischer und noch tollerer und schöner zum Angucken und Anfassen und Fühlen Forstwirtschaft, aber kein Schwein kauft es mehr, weil es einfach viel teurer als die Konkurrenz ist. Und es ist einfach romantisch und schön, wenn man glaubt, Holz aus heimischer Forstwirtschaft wird dann sicherlich noch viel attraktiver, aber genau das Gegenteil wird der Fall sein, prognostiziere ich jetzt einfach mal. Es gibt übrigens auch, und das möchte ich auch nicht vorenthalten, das ist auch wieder was so ein bisschen gegen das Pferd spricht, technische Lösungen, die genau das gleiche können wie das Pferd, nämlich so Mini-Räubchen. Funkgesteuerte Mini-Räubchen, im Prinzip der Staubsaugeroboter des Waldes. Beispiel die Fellraupe Moritz. Die hat auch noch irgendeine komische Zahl dahinter, aber jetzt nennen wir sie einfach mal Moritz. Das ist ein kleiner,
wenn man jetzt auf Technik steht, eigentlich ganz putziger Raupenroboter. Das Ding ist ungefähr 1,20 Meter lang, 80 Zentimeter breit, wiegt eine Tonne bis zwei, je nach Modell, und kann ferngesteuert eben auf Raupen mit einem sehr geringen Bodendruck, mit einem Bodendruck, der so gering ist, weil er halt auf einer riesen Fläche rumfährt. Damit ist der Druck pro Zentimeter, Quadratzentimeter oder von mir aus auch Quadratmeter, je nachdem, sehr, 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 sehr gering. Viel geringer als beim Harvester, weil so ein Harvester, der wiegt halt gerne mal 30 Tonnen oder was. Je nachdem, wie groß der ist. Gibt auch welche mit 50 Tonnen, gibt auch welche mit 15, irgendwo so um den Dreh. Aber es sind alles Hausnummern. Die sind nochmal ganz was anderes als eine oder zwei Tonnen. Ja? Und damit ist die Fläche pro Boden, wo der drauf rumfährt, super gering und vergleichbar von den Bodenschäden her wirklich mit dem Pferd. So, und der kann auch ziehen. Und der kann den ganzen Tag lang ziehen, der beschwert sich nicht, der wird nicht müde. Man kann ihn in der Garage stehen lassen, er kostet keinen Unterhalt, wenn man ihn nicht benutzt. Er kann relativ einfach vor Ort gebracht werden, man kann davon so viele da haben, wie man möchte. Er kann bevorratet werden und der fährt halt einfach wirklich, macht genau das Gleiche, was das Pferd auch tut. Er ist auch wendig, er kann auch kleinräumig navigieren. Er kann nicht so gut über Hindernisse drüber steigen, weil er eine Raupe ist, ja? Das Pferd kann auch mal wo drüber steigen. Das ist nochmal ein Punkt. Und natürlich ist er nicht so publikumswirksam wie ein Pferd. Vielleicht sieht er auch ein Publikum an, aber sicherlich nicht das gleiche, wie man mit einem Pferd bekommen würde. Aber es gibt, und das müssen wir halt einfach, dürfen wir halt nicht verschweigen, auch technische Lösungen, die sind noch nicht hundertprozentig ausgereift, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Dinger so gut sein werden, dass sie Pferd ersetzen könnten, potenziell. Und die sind auch stark genug, ohne dass man sie kaputt machen muss. Das beim Pferd müsste man es langfristig schon sehr stark belasten. Sind die Dinger hier stark genug auch für mittlere Holzstärken? Nicht nur für Schwaches, sondern auch für Mittleres. Für Starkholz geht es nicht mehr, vermutlich nicht. Wobei, es gibt dann wieder größere von den Dingern. Aber irgendwann wird eine flächige Befahrung mit einem sehr großen von diesen kleinen Mini-Raupendingern, Fellraupen, auch wieder sinnlos. Weil dann hat man wieder die Bodenverdichtung. Und dann kann man die flächige Befahrung wieder nicht machen. Ihr seht, es ist ein Teufelskreis. Es ist schwierig. Es ist nicht so einfach, da irgendwie eine Lösung zu finden. Und damit wir langsam zu einem Ende kommen, möchte ich jetzt nochmal sagen zum Pferd. Wann macht das Pferd Sinn? Wenn man einen Wald hat mit hohem Publikumsverkehr, macht es immer dann Sinn, wenn man es einsetzen kann. Weil der positive Image-Effekt durch Pferd und das gute Gefühl durch Pferd sicherlich die Kosten relativiert. Ja, das lohnt sich. Vielleicht nicht jedes Mal, aber oft. Und so oft kann man es eh nicht machen, weil es gibt nicht genug Pferderücke. Ja, sollten es mal viel mehr werden, dann kann man nochmal überlegen, ob man das wirklich jedes Mal haben muss oder jedes zweite oder jedes dritte oder vierte Mal. Aber grundsätzlich in publikumsreichen Wäldern auf jeden Fall. Macht es aufgrund der Kosten Sinn in Wäldern, die nicht besonders publikumsreich sind? Nee. Macht es bei Spezialfällen Sinn, dass man zum Beispiel gerade nichts befahren kann, gar nichts befahren kann, weil das Wetter gerade zu schlecht ist, aber man muss unbedingt das Holz schnell aus dem Wald raus haben? Macht es großen Sinn. Macht es als einziges Sinn. Spezialfall. Ja? Da ist Rückgefährt super. Rückgefährt ist ebenfalls super zum Vorarbeiten bei wirklich langen Schlechtwetterperioden, zum Vorrücken eben einfach quasi. Und ein paar Rückgepferde, ja, also so, sagen wir mal, deutschlandweit 200 Stück oder was, schön einheitlich über die Bundesrepublik verteilt, können mit diesen Spezialaufgaben, die an sie gestellt werden, bestimmt locker beschäftigt werden. Von mir ist auch 400, keine Ahnung, das ist ganz schwer, da irgendwelche Schätzzahlen abzugeben. Aber ist das Rückgepferd die Revolution der Forsttechnik, die alles besser macht? Sicherlich nicht, ja. Und ganz wichtig bei der ganzen Pferdesache ist, dass man das Pferd halt wirklich auch nicht zu Schanden treiben darf, damit mit schwerem Holz. Das wäre schade. Und ich habe den Eindruck, wenn sie nur so ein bisschen kleineres Material hinten dran haben, dann macht es den Tieren sogar richtig Spaß, das durch den Wald zu zerren. Ist natürlich immer schwer, das einzuordnen, aber ich glaube, die machen den Job ganz gerne. Und dann ist da ja auch nichts dagegen einzuwenden. Man muss es halt bezahlen können. Und
ein vorsichtiger Ausbau der Pferderückerei in Deutschland, da ist sicherlich nichts dagegen einzuwenden. So ähnlich wie mit Douglasienanbau, da zitiere ich ja auch immer gerne eine Aussage eines meiner Lieblingsprofessoren. Ein vorsichtiger Ausbau der Douglasienanbaufläche spricht nichts dagegen oder irgendwie sowas. Aber vorsichtiger Ausbau der Anbaufläche. Und beim Pferd würde ich eben einen vorsichtigen Ausbau der Pferderückerei durchaus befürworten. Und dann gucken wir mal. Und es wird sowieso genügend Naturwälder dann auch noch als zusätzliche Einkommensmöglichkeit für den Pferderücker geben, in denen man bewusst sagt, auch wenn es nicht unbedingt Sinn ergibt, aber indem man einfach sagt, aus Gründen von Imagepflege, aus Gründen von traditionellem Waldhandwerk oder was auch immer, rücken wir hier nur mit Pferd. Ja, und damit sind die Pferderücker dann auch wieder auf jeden Fall ausgelastet, zumal tendenziell die Flächen, auf denen sowas passieren könnte, auch etwas steigen werden in nächster Zeit. Ja, tun sie bisher auch, aber sie werden vielleicht noch etwas schneller steigen in der Zukunft, weil der Druck auf Waldbesitzende, darunter natürlich auch die Regierung bzw. die Landesregierungen jeweils, doch immer mehr steigt, noch zusätzliche Waldhabitate oder zumindest extensiv genutzte Flächen auszuweisen. Extensiv genutzt bedeutet deutlich weniger Holz soll da rausgeholt werden. Und wenn man eh wenig Holz rausholt, kann man es theoretisch auch mit dem Pferd machen. Das ist zumindest wirtschaftlich leistbar. So, ich glaube, damit habe ich die meisten Aspekte angesprochen. Wenn ich was vergessen habe, bitte gerne beschweren. Und sonst soll das gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören, wünsche einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.